Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Sparks Challenge. Wir sind hier stehen geblieben in der letzten Folge. War noch der Light dabei? Der ist diese Folge wieder dabei. Ich will nicht mehr. Ja. Lass mich heim. Ja, genau. Lass mich jetzt endlich von diesem Scheißstuhl runter und mach mir die Fesseln ab. Vielleicht im Februar. Mist, ich hab mich eingebaut. Sehr gut, ich bin derzeit über die Map fliegen von Minecraft. Weil Minecraft ja ein so schönes Spiel ist. Das glaubt man dir jetzt total. Ja, ich weiß. So, wir sind von unserem Thema das letzte Mal komplett abgekommen. Ich weiß nicht, willst du noch weiter über dieses Thema reden oder sollen wir mal ein anderes anschlagen? Wie du willst. Wie ich will. Nein, schau mal. Oh. Was ist eigentlich dein Verhältnis zu Adventure Maps? Was? Was ist eigentlich dein Verhältnis zu Adventure Maps? Finde ich cool. Findest du cool? Ja. Aber ich wollte eigentlich schon mal lange eine aufnehmen. Ja, können wir gerne zwinker, machen. Zwinker. So, immer solche indirekten Anfragen. Oh ja, oh ja. Müssten wir eigentlich fast noch irgendjemand Drittes dazu holen. Das wäre noch lustiger. Kriegen wir bestimmt noch jemanden. Klar, ich sehe gerade 2 Leute, die mitmachen würden. Ja. Also die gerade online sind. Ja. Müssten wir uns erstmal eine raussuchen und so. Ich will jetzt noch nicht zu viel versprechen. Nachher kommt nichts, was doch kommen sollte und dann ist doof. Ach, egal. Oh, fuck the shit, ne? Fuck the police. Aber wäre auf jeden Fall eine Idee. Dann wird mein Kanal halt einfach auch zum Minecraft-Kanal. Fuck them. Ja, jetzt will er noch mehr von Ungespielt klauen. Ja, stimmt. Ich klaue ja alles noch von Ungespielt. Ja. Ja. Ja, der volle Dieb hier. Ich klaue sein Gameplay. Ich kommentiere das nur drüber. Richtig. Also, ist ganz klar. Ich kann ja gar nicht spielen. Ich habe ja eigentlich gar keinen PC. Ich kommentiere das alles auf meiner Zahnbürste. Ich habe gedacht, du machst das wie Skate auf seinem Aldi K200. Aldi K200? Nee, wir haben eine Zahnbürste dafür. Ja, das ist ein neuer Großmembran, Aldi K200. Das K steht für gut. Achso. Ja, voll der Insider hier. Ja, Das ist unglaublich. Du hast gerade bestimmt rund alle meine Abonnenten verwirrt. Alle deine Abonnenten? Aber nur Unterwert. Dann kann ich noch weiter verwirren. Sein Renderprogramm, also mit dem er seine Videos rendert, weil er so viel rendert, ist das Aldi S200. S steht für Klasse. Achso. Hm? Was gibt's denn? Ja, es ist so. Das brauchst du gar nicht abstreiten. Nimmt er immer noch mit dem Media Maker-Ding da auf? Nein, mit Open Broadcaster. Jetzt inzwischen, okay. Ich glaube, er hat früher doch mal mit dem Movie Maker aufgenommen, oder? Hat er? Ich meine, das war, glaube ich, 3 Jahre her. Das ist schon eine richtig lange Weile her, ja, aber ich meine... Wie alt bist denn du bitte? 19. 19? Ja, man stelle sich vor, es gibt auch noch YouTuber, die über 18 sind auf YouTube. Merkt man das nicht an meiner männlichen Stimme? Ja, das merkt man total. Oh mein Gott, ich hab's mir gut abonniert. Was? Du hast da dich angehört wie Smeargul. Smeargul? Smeargul. Smeargul? Googles. Ich bin gerade in der Aufnahme, ich kann da nicht googeln. Du, ich würde es auch wagen, während einer Aufnahme zu googeln. Weißt du was, das mache ich jetzt auch. Ich google es während einer Aufnahme, aber Smeargul... Ja, ich habe Vollbild, das ist ein bisschen blöd. Smeargul, ja, deswegen tue ich alles im Fenstermodus. Smeargul, hier, Wikipedia. Ja, Wikipedia kennt das halt nur als Gollum. Gollum. Ja. Ach, der Typ von Herr der Ringe, oder? Ja. Ah, ich habe Herr der Ringe nie geschaut. Smeargul. Cool. Mein Schatz. Ich bin im Fernsehen. Das Geschöpf Gollum, dem man... Okay, ich hör auf. Gute Idee. Du, mal eine Frage aus reinem Interesse. Nein, ich mache es nicht selbst. Nein, du lädst mich jetzt nicht zur Aufnahme für so ein Ding ein. Aber was hältst du von RP-Spieler in WoW und Co? RP? Weil ich kenne seit neuestem jemanden, der das macht. Das ist RP. Ich spiele kein Roleplay. Roleplay. Also wirklich Roleplay-mäßig. Also du tauchst in deine Rollen ein. Die hat letztens zum Beispiel einen ganzen Bericht geschrieben über die Magier-Akademie oder irgendwie sowas, irgend so ein Dreck. Und musste dann einen Vortrag im Chat halten über
diese Akademie. Die reden auch in Orkisch. Jeden das seine. Ja. Ich will das nicht verurteilen, ich will nur wissen, wie du dazu stehst. Ich finde das lustig. Ich selber würde es jetzt nicht in dem Ausmaße machen, aber vielleicht so ein bisschen Roleplay ist sicher lustig. Ein bisschen Roleplay ist immer lustig. Ja. Also, wenn man sagt, hey, das heißt, hey, weiß jeder, der mal. Ich bin ein vernünftig. Pirat. Oder so. Arr, ich bin ein Pirat. Ich bin der authentische Pirat. Arr. Deswegen ein bisschen Roleplay. Ja, ich weiß nicht, hast du schon mal Ding gespielt? GTA San Andreas Roleplay Real Life Server? Nein? Okay. Das ist ganz interessant. Ich habe jetzt nur GTA 5 gespielt und das nicht mal bei mir zu Hause. Ja, ich würde so gern GTA 5 spielen. Glaubst du, die ganzen Abonnenten haben das kapiert, als wir das in dem anderen angekündigt haben? Oder sollen wir es hier auch nochmal sagen, was wir vorhaben? In den anderen Aufnahmen hier, Minigames. Mit GTA 5, was haben wir vor? Das haben wir gar nicht angekündigt. Das haben wir angekündigt, natürlich. Echt? Ja, oder du hast wieder rausgeschlafen. Ja, wahrscheinlich. Ne, ich habe mir überlegt, ich schneide doch nicht. Ich habe es ein bisschen anders gemacht. Es ist ganz witzig. Ah, okay. Ich habe gar keine Ahnung, wie seine Videos aussehen werden. Wir sind da so professionell, dass wir einfach jeder sein Zeug nach seiner Meinung. Ja. Ich habe mir überlegt, ob ich ein Piepsen über deine Stimme drüberlegen soll bei manchen Stellen. Aber nee, ich habe es dann gelassen. Ich habe das ein einziges Mal gemacht, weil jemand echt total ausfallend geworden ist und dann meinte ich, müsste dem mal auspiepsen. Ich meine, wenn jemand mal so aus Effekt und Spaß und Lust und Laune sowas sagt wie Spast und Spast finde ich nicht so cool. Bist du behindert oder so, ist es dann noch ganz okay. Im schlimmsten Fall. Aber verdammt. Ja. Ich hasse Windows. Gut, meine nicht. Guck bei mir. Wenn meine Aufnahme jetzt asynchron ist. Wartet. Wartet. Hast du gut gemacht. So, jetzt kann ich wieder synchronisieren. Jawohl. Ja, das ist, die ist nützlich, ja, habe ich gehört. Ich glaube, ich habe sie ausgestellt bei mir. Das ist schön, alle beschweren sich drüber, man kann sie eigentlich ausstellen, aber es macht ja halt keiner, weil viele wissen es, dass es geht, aber es ist einfach dann so, ja, vielleicht brauche ich sie ja mal irgendwann. Ja, man braucht es irgendwann sicher, wenn die Taste einen Block weiter drüber ist. Weißt du, was ich mich frage? Wer ernsthaft so intelligent ist, ich nenne es einfach mal intelligent, und mal ein Video anschaut. Das macht er dann entweder, so wie ich jetzt gerade bin, im Halbschlaf und hört zu, oder er muss Minecraft einfach noch nie mit Texture Pack gesehen haben. Das Einzige, was ich mache, ist im Kreis über eine Welt fliegen. Oh ja, das ist eine gute Idee, warte. Lind and Steve. Zünd die Welt an. Ja, es gibt Klicks. Feuer ist immer gut. Nee. Das ist doch geklaut von GLP. Ich glaube doch noch von ungespielt. Nee. Ja, guck mal seine TTTs an. Ja, jetzt bist du auch ein Faker. Guck mal. Guck mal, was für ein Faker-Arschloch du bist. Echt? Ja. Ja, das Problem ist, dass er irgendwie mit 30 Frames wohl aufnimmt. Der macht Slow-Mo. Und dann... Und dann nimmt er, macht er halt Slow-Mo und dann werden halt auch 30 Frames nur noch. Das sind mit genau Frames. Mit 30 Frames. Wenn du machst so eine Slow-Mo mit 120 will, Frames, dann kannst du sie wenigstens vervierfachen so. Machen. Das schafft dein PC nicht. Ja, nur das Blöde ist, dass. Nein, mein PC ist verarscht, du nimmst auch von deiner SSD auf. Die SSD ist zu langsam für 120 Frames. Du das nicht, das macht deine SSD kaputt, aber egal. Ich hab's mal probiert. Nein, ich habe es probiert wegen Slow-Mo, weil ich mal testen wollte, wie viel Frames ich schaffe. Also. Die schafft maximal 90 Frames in Full HD. Und YouTube regelt sie eben runter auf 6000. Gigabit oder so, aber warum schon? ich bin gerade dabei, ein paar Enderman zu suchen. Ich habe noch einen Clownfisch in meinem Inventar. Weil ich jetzt beim Angeln nicht weiterkomme. Wie auch immer. Ich finde, das ist ein Schwein an. Ja, wir haben kurz in der Aufnahmepause darüber gesprochen, wie kacke schwer es ja eigentlich, also wie nervig es sein kann, wenn du eine Festung suchst und sie nicht findest. Weißt du, Oh nein. Gut. Oh nein. Kennst du Ultra Hardcore in Minecraft? und genau so ist es wahrscheinlich geändert. Versucht. Oh nein, oh Gott. Was hast du denn getan? Ich habe ein halbes Herz.
Warum hast du keine Rüstung? Mich mit drei Endermen gleichzeitig. Er spielt ja 30 Parts Minecraft und hat noch nicht mal eine Rüstung hier. Echt, ich wollte. Siehst du, wie gut ich über deinen Kanal Bescheid weiß? 54. Ja, ich habe mir tatsächlich schon Videos von dir angeschaut. Du hast ja schon so viele Videos von mir angeschaut. Ja, ein paar habe ich mal angeschaut. Ich mein, so nebenher also, geguckt. Ich glaube, zwei oder drei hast du gesehen, oder was? Aber ich hab einfach für YouTube keine Zeit. Ich bin einfach zu famous. Ich muss dauernd Unterschriften an irgendwelche Fans machen, weißt du? Was, the bitch? Und jetzt ist da auch noch eine Witch. The bitch? Ist klar. Bitch. Ja, bitch, ne, bitch, bitch. Witch. Ich glaube, du piepst mich gleich echt raus. Sehe ja. Pass auf, ich gucke mir nachher das Video an, dann werde ich rausgepiepst. Ich sehe es kommen. Nee. Warum liegt hier Wolle? Ich glaube, ich habe ein Schaf verbrannt. Ich habe einen Wald abgefackelt. Wir sind so wahnsinnig produktiv in unseren Folgen. Warum guckt sich irgendein Trottel diese ganzen Videos an? Ja. Oh, das sind ja eh nur wir selbst, ne? Mit meinen 100 Fake-Kanal, 100 Fake-Accounts gucke ich immer meine Videos an. Mindestens 100. Das ist immer eine wahnsinnige Arbeit. Deswegen habe ich auch keine Zeit. Mindestens 100. Hallo, weißt du, wie viel Arbeit das ist, jedes Mal einen Kanal zu wechseln und dann zu liken und so. Ja, ich weiß. Ich habe tatsächlich zwei inaktive, wo ich früher mal Videos mit einem Kumpel drauf gemacht habe. Wissen die Leute auf meinem Kanal aber schon. Und ich habe einen Kanal für YouTube und ich habe einen Kanal für meine Freizeit. Und einen Kanal für meine Freizeit. Da habe ich halt alles, was ich abonniert habe, seit ich irgendwie 12 bin oder so. Ja. Nein. Red nur weiter. Ich grad irgendwie stöhn nur ins Mikrofon, bitte. Steh drauf. Okay, dann ist es. Keine hier schweigen. Hör auf damit. Okay. So ganz nah. Okay, jetzt fühle ich mich sexuell belästigt. Ich zeig dich gleich an. Die Hexe muss brennen. Die Hexe so muss endlich brennen. Endlich ist die Hexe tot. Soll ich sie anzünden? Soll ich rüberkommen und sie anzünden? Ich zünde hier gerade alle Wälder an. Falls sich irgendjemand wundert, diese Welt wird gelöscht nach diesen Aufnahmesessions. Gerne. Ja, und jetzt dropp nur keine Enderperle, hast eh recht. Jetzt sterbe ich hier schon 3.000-4.000 Mal und droppen die einfach nix. Wir haben ja vorhin über GTA 5 geredet und in der Zeit, bis dieses Video dann auch von, also das Zeitparadoxum zwischen Aufnahme und hochgeladen, dann nachher GTA 5 released wird. Ja, das wäre richtig witzig, weil dann könntest du deinen Abonnenten gleich am nächsten Tag mit einer neuen Special-Aufnahme überraschen, wenn du das schaffen würdest. Aber das wird nicht passieren. Ja, doch, wenn GTA 5 rauskommt, ich meine, das wird nicht passieren, dass es dann rauskommt. Alles kaufen und aufnehmen. Aber wenn du die Aufnahme machst, ne? Anrufen, hier. No. Okay, ja, das nicht. Dann gibt's nämlich eine schöne Special, super, mega, hyper Aufnahme. Ich habe absolut keine Ahnung, ob ich von Roxy überhaupt die Rechte habe, denn ich bin ja noch einer der wenigen Menschen, die nicht in einem Netzwerk sind. Bin ich mir nicht sicher? Hat Roxy da irgend... Nee, hast du nicht. Du musst dich nicht mehr drum kümmern, dafür nehmen sie dir einfach 40% deiner Einnahmen weg. Yay. Ja, wunderbar. Das ist jedenfalls. Merkt euch, Kinder, Netzwerke sind nur Vorteil für euch. Ungespielt hat zum letzten ein interessantes Video aber wirklich gemacht. Also jetzt mal ohne Scheiß. So. Apropos dem, genau. Kommentar. Kommen wir wieder zu dem Thema. Währenddem ich gerade hier. Ah! So, Skelett. Wegen den Netzwerken. Ich glaube, 10 Minuten nachdem ungespieltes Video von den Netzwerken hochgeladen hat, habe ich eine PN bekommen, also zwei PNs bekommen. Gut, ich habe nicht eins bekommen, aber das liegt vielleicht daran, dass ich mich schon öffentlich mehr als genug darüber ausgelassen habe, dass ich nicht mehr von irgendwelchen zwei Mitgliedernetzwerken eingeladen werden möchte, die nur an mein Geld wollen. Mich hat ein Netzwerk eingeladen, was ein Forum hatte, in dem ein Beitrag ist. Das ist von dem Netzwerk Chef selbst gewesen und der hat nur geschrieben, wie man Leute ins Netzwerk einladen kann. Selber. Das ist alles, was in diesem Forum war. Und dann hieß es, wir promoten dich. Ich glaube nicht, dass das funktioniert.
Dazu gibt es ein ausführliches Video, irgendwie, was halte ich von Netzwerken von mir. Meinst du? Das findet man relativ gut, wenn man die YouTube-Suchfunktion beherrscht auf dem Kanal. Ansonsten nichts. Es schaffen viele Leute auch nicht, Google zu nutzen, also. Ja, das schaffen das so viele. Das ist ja inzwischen Leute. Eine Sonderqualifikation. GEDF. Ja, deswegen Google ist dann Freund. Guck mal auf die Uhr. .com oder .de. Ja. Perfekt. 15,5 Minuten. Perfekte Zeit. Ich hab den Wald abgefackelt. Ich hab noch kurz ein Enderman. Ich glaube, inzwischen 10 Wälder abgefackelt. Um selber kurz drauf zu gehen. Nein, doch nicht. Wirst du mich jetzt die nächste Folge nochmal fesseln oder bin ich entlassen? Wir können das Thema Netzwerke nochmal auf. Willst du? Wir können gerne das Thema Netzwerke nochmal aufgreifen. Ich gehe gerade nochmal drauf. Also ich glaube, das dürfte auch ein paar Leute interessieren hier. Warum ich zum Beispiel in keinem Netzwerk bin und du in einem drin bist. Und warum? Das könnten wir machen, ja? Ja, ich weiß. Deswegen labere ich dich zu, damit es einfach noch schlimmer wird. Ich bin gerade leicht überfordert. Gut, dann würde ich sagen... Bis Oh, die Leute, die gerade bei mir sind, schaut euch mal diesen schönen Wald an, den ich in der nächsten Folge abfackeln werde. Und da hinten brennt's schon. Dann bis zum nächsten Mal. Du machst die Absage. Richtig. Ich renne noch schnell ins Haus, aber danke fürs Anschauen. Wir sehen uns morgen wieder bei einer weiteren Angeltour und einer weiteren Enderpearl-Farm-Dings-Tour. Tschüss. Bis dann. Ciao.